Dominic Thiem ist in der am Montag nach Wimbledon veröffentlichten Tennisweltrangliste erstmals seit März 2019 aus den Top 5 gefallen. Der 27-jährige Niederösterreicher, der derzeit wegen einer Handgelenksverletzung rekonvaleszent ist und um seine US-Open-Teilnahme bangt, wurde vom deutschen Alexander Zverev überholt. Thiem ist 50 Zähler dahinter Sechster. An der Spitze liegt weiter der nunmehr 20-fache Majorsieger Novak Djokovic vor Daniil Medvedev und Rafael Nadal. Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini überholte Roger Federer und ist nun vor dem Eidgenossen Achter, Denis Schapovalov stieß auf Platz 10 vor. Bei den Damen blieb fast kein Stein auf dem anderen, nur Wimbledon-Siegerin Ashleigh Barty setzte sich klar als Nummer 1 vor Naomi Osaka ab. Dahinter gab es nur Verschiebungen. Wimbledon-Halbfinalistin Arina Sabalenka ist erstmals Nummer 3, die verletzte Titelverteidigerin Simona Halep fiel auf Platz 9 zurück und Serena Williams gar aus den Top 10, von 8 auf 16.